Heilung. 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 Was ist das? Weiß doch jeder. Wenn du krank bist, dann willst du geheilt sein. Willst du wieder dich wohlfühlen. Heilung ist Wohlfühlen. Aha. Ja. Heilung ist Wohlfühlen. Sich immer, immer wohler fühlen wollen. Das ist nicht schlecht, oder? Heil sein. Heil Hitler, ja. Der wollte wohl auch geheilt sein. Der wollte auch heil sein. Wer? Ja, gibt's ja leider nicht mehr. Zum Glück. Keiner wird überleben. Auch nicht der Heilste. Auch nicht der Heilige. An den Heiligen wird sich vielleicht irgendwas erinnern können. Sowas wie ein Bewusstsein. Ja, ich habe oft sehr Widerstände gegen dieses spirituelle Heil-Dingsbums da. Na, aber es passiert ja einfach. Ich habe mich halt mal gefragt, wer will denn da eigentlich geheilt werden? Oder andersrum, ist die Idee nicht von Heilung schon die krankeste Idee, die es gibt? Dass da etwas sein soll, das heil ist und etwas, was nicht heil ist? Ja, volle Polarität. Heil und Unheil. Wobei wir wieder nirgendwo angekommen sind. Vor Heil und vor Unheil, was ist da? Das, was weder Heil noch Unheil sein kann. Was ist das? Das, was ist. Was zwar versucht, Polaritäten zu definieren, aber nie selber in eine Polarität gepackt werden kann. So wie die Quelle, sagen wir mal die Quelle, aus der Quelle strömt mal warmes, mal kaltes Wasser, also mal gutes, mal böses Wasser. Wobei Wasser ist ja immer, ist ja nie gut oder böse, Wasser ist einfach. So ist die Quelle doch nie gut oder böse, sie ist höchstens die Quelle von Gut und Böse. Und sie wird nie heil werden müssen, weil sie ist das, was das Heil und das Unheil ist. Aber was auch immer nach Heil und nach Wohlempfinden streben will und strebt, soll es bitte tun. Ich wollte nur mal sagen, ha 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 ha, bist du gleich das, was vor Heil und Unheil ist? Ist das Streben nach Heil wie ein Witz, der einfach passiert oder auch nicht? Wieder schön schauen.